Ja, moin, hier mal ein kurzes Infovideo, mal ganz kurz. Ich werde die ganze Zeit jetzt angeschrieben, seitdem ich wieder dieses weiße Schaum auf meine Haube gesprüht habe, zum Reinigen letzte Woche, wo ich gewaschen habe. Ah ne, Anfang dieser Woche war das ja noch. Was ich so an Reiniger nehme, das ist ein Reiniger von, das ist so meine Pflegeecke hier. Den habe ich aufgesprüht beim Waschen. Ja, der löst gut Schmutz und versiegelt angeblich die Oberfläche ein bisschen, ist aber, sage ich mal, auf Mattteile, muss man sehr viel nachpolieren. Also normal, ja, wenn man jetzt Klarbremse und Teerreiniger, hier nochmal Teer- und Baumharzentferner und sowas, wenn man was quietscht, ne, W40 kennt ja jeder. Ja, der gute Bremsenreiniger, der ist immer gut für hartnäckige Sachen. Aber das Beste eigentlich ist, oh, nicht mehr viel drin, ich nehme eigentlich nur Silikonspray. Scheißegal welcher Hersteller, mit Silikonspray und zum Einreiben Mikrofasertücher habe ich jede Menge von. Und das ist eigentlich der Beste, so ein schöner Noppenlappen. Ja, das ist Mikrofaser, der ist schon richtig durchtränkt mit Silikon. Da ja, das habe ich auch noch einige von. Das und den Lappen ist eigentlich für Oberflächen, ne, man sieht so ein bisschen scheckig. Und wenn man das dann einsprüht mit Silikonspray, die Oberflächen schön, ja, sagen jetzt alle, ein guter Vorführeffekt, ich muss einen neuen Karton kaufen, ab in die Kiste. Aber der Lappen ist, wie gesagt, sehr gut getränkt mit Silikonspray. Und dann einfach schön verreiben und polieren, bis die Oberfläche einiges anglänzt und keine Streifen mehr da sind. Dann ist das eigentlich sehr gut versiegelt. Sage ich jetzt mal, also es ist einfach nur Silikonspray oben drauf, dass dieses Silikonspray an sich bewirkt eigentlich, dass, ja, wenn du wieder durchs Nasse fährst oder ein bisschen Schmutz hast, gehst du mal kurz mit dem Wasserschlauch rüber, ein bisschen, oder einem Dampfstrahler, wie auch immer, und der Dreck ist sofort erstmal weg. Also es schützt erstmal wieder eine Zeit lang, macht das Kunststoff geschmeidig, gibt ihm seine Farbe, falls irgendwelche Stellen sind. Es gibt ja so Kunststoffe wie an den Spiegeln oder bei der älteren Spider, bei der RS oder RSS, nicht älteren, sondern bei den Modellen, ist ja immer ganz gerne da, wo die Scheinwerfer sind, die Kunststoffteile verbleichen ein bisschen und das ist damit wieder aufgehoben. Ne? Dadurch wird das Kunststoff wieder schön glänzend schwarz. Und nicht so mattiert. Das ist eigentlich alles, ja. Bei mir kommt nur Wasser und Silikon an das Weiber. Ja, also damit erhält man immer schön die, ja, die Neuheit, sage ich mal. Also, dass das Gerät aussieht wie neu. Also hier selbst auf glänzenden Teilen kann man schön einreiben. Ist geschmeidig, ist dann glatt. Die Oberfläche, nichts bleibt drauf haften. Selbst wenn man dann tankt oder so, wenn man ein bisschen Sprit daneben geht, einwandfrei. Mehr nicht. Ja, man sieht es gerade, nicht unbedingt auf die Sitzflächen machen, weil dann ist es rutschig, ne, auf dem Hintern. Ja, warum die Felgen ab sind? Da kommt am Wochenende eine Überraschung. So, jetzt erstmal auf Samstag auf die Messe freuen. Das war nun mal so kurz, hier so ein kurzes Video, was für Pflegemittel man nimmt oder ich nehme. Werde ich jetzt immer wieder gefragt. Hier habt ihr ein Video. Ja, Silikonspray, Teerentferner für, ja, hartnäckigen Teerschmutz, wenn du vorne drauf hast. Bremsenreiniger für Felgen, wenn da mal richtig Bremsstaub drauf ist, der nicht abgeht. Das Spray, was ich auf dem Video hatte, auf dem letzten, nehme ich halt, ja, wenn es so dreckig war wie vom Wochenende, dann sprühe ich da mal ein bisschen mit ein und reibe das dann ein und dann ist der Dreck, geht damit leichter los und danach auf jeden Fall wieder mit Silikonspray pflegen, weil das weiße Spray macht das Kunststoff ein bisschen scheckig, kriegt man schlecht wegpoliert. Oder halt mit Wasser, aber da ist keine Versiegelung mehr oben drauf. Ne? Also Silikonspray ist bei mir
das 9 Plus Ultra. Schön, dass ich angesprochen wurde. Ich werde mir erstmal wieder einen Karton zulegen. Ja, schau und dann bis zum nächsten Video.